Jetzt ein ganz anderes Thema. Es heißt Damenlikör-Chor. Dahinter verbirgt sich eine kleine Hamburger Attraktion, dessen rare Auftritte im Handumdrehen ausverkauft sind. Irgendwas kann jede, war das letzte fast schüchtern betitelte Programm der Damen. Gestern stellten sie im Sprechwerk ihr Neues vor. Es heißt Jetzt mal ehrlich. Hier, bitte. Doch hier ist das Bekenntnis zum Lokalen tönt von 34 Lippenpaaren, hinter denen durchaus Platz ist für den namensgebenden Trunk. Der Damenlikörchor strebt dem schönen, wahren und guten ebenso zu wie dem Getränk, von dem gute Deutsche alljährlich rund 2 Liter konsumieren. 10 Jahre gibt es die Singvereinigung mittlerweile. In der Küche entstanden von einer von uns, wo wir gesagt haben, wir können jetzt einfach nicht mehr einfach nur so trinken. Wir müssen uns mal einen Grund ausdenken, weshalb wir uns treffen. Und das waren erst Likörabende. Haben wir gesagt, dann singen wir jetzt mal. Allein unter Frauen, Chorleiter Christian Willner. Ja, das Herz, nichts, das könnt ihr ruhig leise singen. Mach das mal. Proben und Promille setzt er beherzt ins rechte Klangverhältnis. Ja, das Wenn man kommt, was ich auch erlebt habe bei manchen Chören, dass die Bier trinken, wenn man zur Probe kommt. Wir wollen lieber Bier trinken und das ist nicht der Fall. Also es wird eigentlich sehr diszipliniert gearbeitet. Und Bier kommt schon gar nicht in die Becher der engagierten Mitstreiterinnen. Also die Frauen müssen singen können natürlich, aber das ist nicht alles. Sie müssen auch ganz gut aussehen und die müssen auch Spaß daran haben, sich zu bewegen und irgendwie rauszugehen und was zu wollen. Und wir können keine Mäuschen gebrauchen, die zwar total geil singen, aber immer so. Ein attraktiver Klangkörper, dessen Glieder allesamt der geistigen oberen Mittelschicht entstammen und so neben schöner Herzensbildung auch Kulturgut transportieren können. Zu Dionys zum Tyrannen schlich Damon den Dolch im Gewande. Ein männlicher Briefmark erlebte, was Schönes, bevor er klebte. Über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Jede Frau, die hier vor dir steht, ist einfach wundervoll. Fülle des Wohllautes, und doch sangen die Damen bei Wettbewerben nie ganz oben mit. Zweiter Platz ist eben nicht das gleiche wie erster Platz. Absolut nicht. Aber nun gut. Es war ein guter Auftritt. Großer Auftritt auch im Sprechwerk mit Sang, Witz und großstädtischem Charme. Barmbek, erste Sahne eben. Ja, die haben Spaß.